Hi, mein Name ist Marcel von Kleef und ich bekomme eigentlich mit meinem neuen Projekt Beats of the Feeds ganz viele Fragen über diese Verstärker und warum genau eigentlich diese Verstärker. Es gibt ja auch ziemlich viele Alternativen und manche von denen sind auch ein bisschen günstiger. Aber ich würde das jetzt dann doch mal kurz erklären, warum eigentlich genau diese Verstärker. Dafür muss ich jetzt mal kurz umdrehen. Und da sehen Sie schon, dass es eigentlich ziemlich vollgesteckt ist hier hinten und dass es auch sehr viele Möglichkeiten hat. Ne? Das ist ein, hier ist ein 6-Kanal-Mischer drin, was ich dann auch komplett ausnutze. Ne? Ich meine, ein Eingang nutze ich zum Beispiel für Kalimba oder Mikrofon, für Gesang oder Ansage. Dann habe ich hier noch extra Kanäle für Handpans und so auszuverstärken. Dann die Loopstation, Return, die kommt dann hier in den Stereo-Eingang zurück. Und dann habe ich noch Aux-Wege, wo ich natürlich die Loopstation mit futtern kann. Ne, und kann dann auch pro Kanal bestimmen, was alles an die Loopstation geht und wie laut und so weiter. Nochmal unabhängig von was vorne rauskommt. Dann hat man hier die Möglichkeit, es auch nochmal durchzuschleifen, zum Beispiel an wenn man doch mal noch eine andere Hausanlage oder irgendwas auf dem Gelände begibt, wenn du irgendwo spielst und die wollen es nochmal weiter verteilen, kann man das hier super gleich rausnehmen oder ich nutze es sehr häufig einfach mal auf dem Telefon oder sowas mitzuschneiden. Und dann gibt es noch mal eine andere Möglichkeit, den Monitorausgang, die übrigens auch, wenn ich mein In-Ears direkt da rein stöpse, eigentlich sehr gut funktioniert. Ja, wie eine Art Kopfhörerausgang. Und weiter gibt es dann sehr gute Einstellungen, sage ich mal, für Instrumenten oder Mikrofon und so weiter, Phantomspeisung dran und weiter auch nochmal viele Sensibilitätseinstellungen. So mal hinten drauf, dann kann man nochmal oben in der Mischung nochmal reingehen und da nochmal Sachen einstellen und mischen natürlich. EQ-Einstellungen, dann unterschiedliche Effekten wie Hall, Delay oder Gate, die natürlich auch für draußen mit sehr viel Windgeräusch und so, solche Sachen natürlich sehr hilfreich sind. Das eigentlich zum Mischer, da gibt es eigentlich sehr tolle Einstellungen. Und dann, was ich auch immer sehr schön finde, hier nochmal eine Bluetooth-Funktion, damit du auf Abstand, sage ich mal über dem Handy oder so, auch mal ganz schnell ein bisschen Hintergrundmusik laufen lassen kann oder alle andere möglichen. Ne? Und hier oben drauf nochmal auch schnelle Bedienung, Volumen oder für die Aux-Wege. Was man hier auch noch über Kabel, zum Beispiel direkt ein Handy oder ein MP3-Player oder was auch immer einschleifen kannst. Und dann nochmal für den Master quasi nochmal eine Tonregelung drauf, wo man auf die Schnelle auch nochmal in den Räumlichkeiten was einstellen kann, dass man nicht gleich wieder alle Presets hier intern ändern muss. Ne? Das ist einfach mal für den Saal nochmal die Geräusche oder den EQ nochmal schnell nachregeln kannst. Also, das ist im Grunde der Hauptgrund, warum ich so gerne mit dieser Amp arbeite. Und dann natürlich noch die Akkulaufzeit. Ist ja 6 bis 8 Stunden. Und ich muss sagen, ich bin noch nie in die Probleme gekommen bei meinen normalen Auftritten, dass mir der Strom ausgegangen ist. Also die Laufzeit ist echt sehr lange und genau, das haut auch wirklich hin. Okay, soweit zu diesem Amp. Dann guck gerne natürlich meine Videos an, auch von Auftritte oder wie das ganze Bühnenfahrrad funktioniert. Ne? Und hoffentlich sehen wir uns dann bald irgendwo live.